meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar geht es um eine Trend-Edition. Ja, ich habe es mir gemerkt. Trend-Edition von Essence. Und zwar die Hidden Stories. Gibt es schon, also ich gehe davon aus, bei so einigen im Handel. Ich habe sie nämlich schon entdeckt. Habe aber auch etwas zugeschickt bekommen von Cosnova. Nachdem ich mir schon was gekauft hatte. Also ich hatte sie entdeckt und habe mir ein bisschen was mitgenommen und habe dann, ich glaube, einen Tag später ein Päckchen von Cosnova erhalten. Vielen Dank natürlich nochmal dafür. Mit Produkten aus der Hidden Stories Edition. Da war tatsächlich nur eins doppelt von. Habe ich also einen guten Fang gemacht. Wenn ihr wissen möchtet, was ich gekauft, was ich von Cosnova zugeschickt bekommen habe und wie ich die Produkte finde, dann bleibt dran. Stories. Eine sehr winterliche, helle, kühle Trendedition, würde ich jetzt mal sagen. Genau mein Fall. Ich fühle mich wie Elsa. Ganz toll. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weswegen ich auch gleich zugeschlagen habe, als ich die Edition gesehen habe. Bei mir im Rossmann. Ich fange auch erstmal mit den Produkten an, die ich mir selbst gekauft habe. Das waren zwei Nagellacke. Jetzt muss ich mal eben gucken. Den auf jeden Fall, den wollte ich haben. Und den nicht. Der. Also ich habe mir einmal natürlich den matten Lack gekauft. Ich stehe voll auf matte Nägel. Das ist ein heller, die 01 Enter Wonderland. Das ist schon fast weiß. Und einmal die Nummer 02. Habe ich gesagt, wie der heißt? Ja, Enter Wonderland. Nummer 2 Enchanted by Hint of Mint. Frosted. Da wusste ich nicht, was Frosted ist. Deswegen habe ich ihn gekauft und ich habe dann festgestellt, ich habe sie aufs Nagelrad aufgetragen. Frosted ist so eine Art Sandlack. Das sind diese beiden. Das ist der matte. Ich finde ihn ganz toll, aber er ist streifig. Und das mag daran liegen, dass er weiß ist und dass man bei weiß so ein bisschen mehr Schichten auftragen muss, wird auch ein bisschen vorsichtiger sein muss. Wenn er dann streifenfrei ist, und ich glaube, das wird schon irgendwie hinhauen, ist er jetzt nämlich wirklich toll. Ja, dann ist er sehr toll. Ein weißer Matter, weiß mit grau-pink, grau und leichten rosa Einschlag vielleicht auch, ganz toll. Ja, und der Frosted, oh, dieser Geruch von diesen Haaren, ne? Komme ich gleich zu, es geht mir ein bisschen auf den Keks. dieser Frosted Lack, ja, Mintfarben, auch der ist irgendwie nicht schön aufgetragen. Mag an mir liegen, ich hoffe's. Wobei die anderen, die sind gut. Na toll, die zwei, die ich am besten finde, die sind natürlich irgendwie im Auftrag nicht so der Burner. aber abgesehen vom Auftrag finde ich sie ganz schön. Ja, was kosten die Lacke denn? Die kosten... €1,99 und das waren jetzt die zwei, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir noch ein Produkt gekauft und zwar den Highlighter in der Nummer 02 Enter Wonderland. Das ist ein Cream Highlighter und ich habe ihn mir gekauft, weil er Cream ist und ich liebe Cream Produkte. Der hat einen ganz, der fühlt sich so schön an. Er fühlt sich einfach so schön an. Ja, und er ist, das ist der mit dem lila Einschlag. Kommt doch auf ganz gut raus auf dem Gesicht, finde ich. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht so der Bam-Highlighter, ne, aber kommt dennoch ganz gut raus. Ich mag diesen Liederton da drin und ich mag vor allem die Textur. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich mir gekauft habe, weil ich die Textur so toll finde. Die Highlighter kosten 2,99 € und es gibt sicherlich welche, die schöner aussehen auf der Haut. Aber die Textur, die macht bei mir immer alles wieder geile Textur. Ja, und das waren die drei Produkte, die ich mir gekauft habe. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Ach Quatsch, ich habe doch noch einen gekauft. Quatsch, was erzähle ich denn da? Das war ja für mich das Highlight überhaupt. Ich habe mir noch den Mascara-Topper gekauft. Ich wollte eigentlich den blauen, aber den gab es in meinem Rossmann nicht. Also es war nicht so, dass der ausverkauft war, den gab es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das... Es gab auch einige Lacke einfach nicht. Die gab es einfach nicht. Ich wollte diesen Eislack noch haben. Gab es nicht. Ja, deswegen habe ich mir einfach diesen lilanen mitgenommen. Den lilanen Topper. Wonderland's Next Super Fairy.
Ist halt ein Mascara. Ich kann ihn ja mal eben aufmachen. Ich zeige ihn euch gleich nochmal in Großaufnahme sowieso. Die sind ein bisschen blöd rauszukriegen, das muss ich ja mal eben sagen. So eine Art Mascara. Das Bürstchen ist kein Bürstchen, das ist keine Ahnung was. Aber das lässt sich super gut auftragen. Also das gibt richtig schön gut Produkt ab. Ich habe mich dann halt zu den Lilanen entschieden, weil es den Blauen ja nicht gab. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich den Lilanen mir dann auch gekauft habe. Dass ich überhaupt einen mitgenommen habe, obwohl es ja nur den Lilanen gab. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin froh, dass ich ihn mitgenommen habe, weil ich finde den Lilanen, ich habe den Lilanen jetzt unten aufgetragen. Ich habe nämlich den Blauen zugeschickt bekommen. Wie gut, dass ich den Lilanen mitgenommen habe. Ich finde den so toll. Es ist so, hallo, ich bin Elsa. Ich weiß, ich bin blöd, aber es ist so, der ist toll, der ist richtig toll, der gefällt mir so gut. Ich habe erst gedacht, den trägt man ohne Mascara auf. Warum ich das gedacht habe, weiß ich auch nicht, weil das heißt ja Topper. Man tuscht die Wimpern ganz normal und trägt dann den Topper drüber. Ist ja auch ein Topper. Und das sieht so schön aus. Oh, das stinkt. Die Haare stinken. Ja, die Topper kosten 2,29 €. Ja. Der ist toll. Der Lilane ist wirklich toll. Ich bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Ich finde das so... Ja gut, man geht damit vielleicht nicht immer aus dem Haus. Aber mal, ich habe damit kein Problem. Ich mache das. Ich finde ihn toll. Gut, aber das waren wirklich die Produkte, die ich gekauft habe. Diese 4 Produkte habe ich mitgenommen und dann habe ich noch ein bisschen was zugeschickt bekommen. Und das zeige ich euch natürlich jetzt gerne, was mir Cosnova auch zugesendet hat. Danke dafür. Ich habe mich gefreut, weil das ist, glaube ich, eine der... Was ich nicht gedacht hätte. Erst dachte ich so, irgendwie interessiert dich nicht wirklich, was ist der Edition. Außer so, ja, keine Ahnung, 2, 3 Produkte. Aber die ist toll. Die ist so winterlich. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich zugeschickt bekommen habe. Zum einen waren dabei 2 weitere Lacke. Und zwar der Metallic und der Sparkling Lack. Die Nummer 03 My Morphless Fairy. Und die 04 Weathered Apart My Unicorn. Das ist der Metallic Lack, das ist der Sparkling Lack hier und die fand ich ziemlich gut. Auch den, in welchem fange ich mal an, mit dem mauvefarbenen. Der ist super schier. Da habe ich erst gedacht, den kann man aber nicht solo tragen. Das ist doch mehr ein Topper. Aber wenn man dann so zwei, dreimal drüber geht, ist der doch recht ja, deckend. Man muss dazu sagen, das Nagelrad ist durchsichtig, dann sind die sowieso nicht ganz so deckend, die Lacke. Von daher kann ich mir vorstellen, dass der deckend ist. Und der ist toll, der ist so richtig schön, der glitzert richtig schön und funkelt und... Ah, der gefällt mir gut. Der mauvefarbene. Und dann der Metallic Lack, der ist sehr bläulich, blau-grau, deckend. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Eigentlich stehe ich nicht so auf Metallic Lack. Aber der geht tatsächlich. Aber ich mag auch dieses Kühle. Ich mag die kühlen. Die Lacke sind tatsächlich alle sehr schön. Ich mag da, wie gesagt, aber das mag ich komplett in der Edition. Das ist so schön kühl und das ist toll. Mag ich. Ich habe übrigens auch nochmal den Highlighter zugeschickt bekommen. Das war das Produkt, was doppelt ist. Es ist nämlich die gleiche Farbe. Ja, ach so. Ich gehe davon aus. Ja, Enter Wonderland. Bewahre ich mal auf. Vielleicht verlose ich das irgendwann. Ja, das ist jetzt das Produkt, was ich doppelt habe. Dann war drin, womit mache ich weiter? Mit den eigenartigen Dust-Dingern. Ja, da waren 2-mal diese, wie heißen die denn? Pixie Dusts? Pixie Dust-Teile drin, ja. Für 2,29 € in der Farbe 01 Carrie's Fairy Dust und 02 Trixie's Pixie Dust. Ich bin da echt kein Fan von. Es ist halt so ein Schimmerpuder für Lippen, Nägel und Körper. Ich habe das jetzt mal einmal auf den Wangen nochmal ausprobiert. Ich weiß nicht mehr welchen. Ups! Ah nee, doch, ich glaube den. Carrie's Fairy Dust habe ich auf den Wangen aufprobiert, aufgetragen. Gibt ein ganz schönes Highlight, wenn man wirklich einen Glitzerschock haben will. ist es auch nicht, ist nicht übertrieben oder so. Ist ganz hübsch. Ist ganz hübsch, sagen wir es mal so. Ja, dann habe ich den Trixie's Pixie Dust auf den Lippen aufgetragen. Erstmal war der auf.
Das hat mich so verwundert. Das ist, überall kam mir das Glitzer entgegen, bei dem nicht. Der war, da war, glaube ich, nochmal so eine Schutzfolie drüber. Bei dem nicht, da kam mir alles entgegen. Und das ist natürlich, Glitzer ist immer so hartnäckig, ja. So, und dann habe ich das mal versucht, wie es da drauf steht, auf den Lippen. Das ist, glaube ich, nicht mein Fall. Das ist einfach nicht mein Fall. Es ist halt, ich habe nichts drauf gehabt, kein Labello oder Lippenstift oder irgendwas dergleichen. Nur das Glitzer. Ich weiß nicht. Also ich fand es jetzt auch nicht richtig scheiße, aber ich glaube, es ist einfach nicht mein Fall. Ja, so viel zu den Pixie Dust Dingern. Was habe ich gesagt? 2,29. Nein, ich glaube, sowas kriegt man mich nicht. Dann ganz tolle Produkte, und zwar die Eyeshadows, die Soufflé Eyeshadows, wollte ich mir auch gekauft haben, des Namens wegen. Also eigentlich, weil ich Soufflé mag, aber von den Farben her hat mich nichts wirklich angesprochen. Und deswegen, weil ich Soufflé mag, wollte ich einen kaufen, des Namens wegen. Das ist Where Did I Park My Unicorn, den habe ich jetzt auch bekommen. Gab es bei mir nicht, also es gab irgendwie 3 Stück. Wie viele gibt es denn eigentlich? Bei mir standen 3 und den gab es nicht. Ich hatte halt erst überlegt, ob sie die Namen vielleicht geändert haben. Wo haben wir sie denn hier? Auch 3. Okay. Dann weiß ich nicht. Ich habe bei mir extra runtergeguckt im Rossmann. Da hieß keiner so. Okay. 2 habe ich dabei. Enter Wonderland, die 01. Und Where Did I Park My Unicorn? Doch, 04. Dann gibt es doch 4. Hab ich verguckt hier? Oh, die sind toll. Ich liebe Soufflé. Long-lasting sollen die sein. Glaube ich. Ja, langanhaltend. Ich habe den von meinen Fingern kaum abbekommen. Also ich glaube, die sind langanhaltend. Die Farben sind so schön. Aber ich glaube, ich finde den Enter Wonderland schöner. Der ist, den habe ich jetzt im Innenwinkel aufgetragen. Der ist, ja, heller, kühler, glitzeriger. Ich weiß nicht. Ich finde ihn schöner. Fühlen sich natürlich toller. Ich mag das Gefühl von Soufflé. Ich glaube, die Katze schnarcht. Ja, ich finde das gut. Finde ich beide toll. Bin ich super von begeistert. Ich glaube, das sind mit meine Lieblingsprodukte. Zusammen mit den Mascaras. Aus dieser Edition. Ich habe nicht gedacht, dass sie so toll sind. Die sind toll pigmentiert, die knallen richtig und die glitzern und die sind hell und schön und toll. Was kosten die? Habe ich da was gesagt? 2,99 € für diese Flea-Lidschatten. Die finde ich toll. Genau, dann hatte ich ja auch noch die andere Mascara drin, die blaue. Where Did I Park My Unicorn heißt die übrigens. Wie hießen die? Wonderlands. Ach ja, habe ich ja gesagt. Next Superstar. Super Fairy. Und das ist Where Did I Park My Unicorn. Ich finde den jetzt nicht ganz so toll, den lilanen. Kann ich gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, der kommt schlechter durch. Glaube ich. Ich habe den jetzt oben aufgetragen. Den sieht man auch, aber ich habe das Gefühl, den unteren, also den lilanen sieht man irgendwie mehr. Der kommt mehr durch. Deswegen finde ich den lilanen besser. Aber grundsätzlich vom Prinzip her und vom Glitzer her, finde ich beide toll. Bin verliebt in diese, ja, Mascaras. 2,29 €. Jetzt habe ich den blauen auch noch. Und dann hatte ich noch den Lipgloss dabei. Ich bin ja normalerweise nicht so der Lipgloss-Fan. Auch der haut mich jetzt nicht um. Der ist, man sieht ihn eigentlich kaum. Eigentlich ist der so lila. 10,02 € Morphless Fairy. Ich will mal Morphless sagen. Oh Gott. Es gibt einen, ja, den lilanen und einen klaren. Wie soll denn der klare sein? Also ganz ehrlich, ich fand den jetzt nicht. Der hat keine Farbe abgegeben. 1,79 € mit Glitzerpartikeln. Violett Mauve. Ja, glitzert ein bisschen, gibt Glanz, fertig. Ist okay. Aber
Haare gibt er nicht, oder? War aber in Ordnung. Ist halt ein Lipgloss, bin ich nicht so der Fan von. Und wenn er jetzt ein bisschen mehr Farbe abgegeben hätte, dann hätte er wenigstens irgendwie, keine Ahnung. Ja, und dann kommen wir zu zwei Produkten. Gut, die hätte ich mir eigentlich auch gar nicht gekauft, ne? Ja, wie ihr jetzt an meinen Haaren vielleicht sehen könnt, hatte ich da noch zwei Produkte drin. Man kann das eigentlich auch nur auf einer Seite erkennen, das andere war der größte Mist. Ach, ich beginne jetzt mal mit dem, das habe ich mir jetzt erstes ausprobiert. Und zwar das Hidden Stories Temporary Pastel Hairspray Chalk, was auch immer. In der Nummer 01 Enter Wonderland, das kann man tatsächlich gut erkennen, lila. Ich habe gesagt, ich kaufe mir den nicht, weil man das wahrscheinlich sowieso nicht auf meinen Haaren erkennen will. Doch, das kann man tatsächlich. Also auch für dunklere Haare geeignet. Wo ist es denn? Kostet 3,29 €. Ich habe, glaube ich, den helleren Ton. Ach, seht ihr, das ist sogar der helle. Und selbst den sieht man. Ja, das andere ist noch, das ist eher das Pink. Und das andere wäre so ein lila Ton. Sprüht man auf wie Haarspray. Am besten Schutzkleidung. Also erstmal hat es ordentlich Druck. Da ist ordentlich Druck hinter dem Zeugs. Dann soll das, glaube ich, einen angenehmen Geruch haben, aber boah, ich finde, das ist total beißend. Und jetzt habe ich auch noch die vordere Strähne genommen, wo ich die ganze Zeit diesen Duft in der Nase habe. Ja, beißend. Es sprüht irgendwie überall hin. Wobei man es eigentlich nicht überall sieht. Man sieht es tatsächlich nur auf den Haaren. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe mich überall voll gesprüht. Stinkt wie Sau, habe ich das schon gesagt. Man kriegt kaum Luft, wenn man sich das Zeug aufsprüht. Und es macht die Haare auch echt... Also ich habe tatsächlich, abgesehen davon, sowieso sehr strohiges, trockenes Haar. Ich habe ein totales trockene Haarproblem. Das macht es nochmal viel schlimmer. Also das sieht ja aus wie, komm, wir machen jemanden Kahlrasur. Das geht ja mal gar nicht. Man sieht es. Das ist ein Pluspunkt, dass man das tatsächlich gut sieht sogar. Aber vom Auftrag her ist es beschissen, weil es echt überall hinspricht und will sie nicht. Und die Haare, ich weiß nicht, das sieht total kaputt aus. Ja, man kann das angeblich ganz leicht mit Wasser aussprühen, auswaschen. Ist doof, ich habe nämlich erst gestern die Haare gewaschen. Ich hatte das heute nicht vorzutun. Blöd, ne? Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich hoffe drauf, dass man das ganz gut auskämmen kann. Das werde ich gleich mal versuchen. Ja, mein Fall ist es nicht. Dann hatte ich nochmal sowas ähnliches drin. Und zwar das Puder. Und das finde ich ganz bescheuert. Das ist dieser Grauton. Da. Und mal eben gucken. Gibt es da noch mehr Töne? Das ist die Nummer 0 sehr wahrscheinlich. Enchanted by Hint of Mint. Also es soll Mintfarben sein. Ich finde es gerade nicht. Gibt es das nicht auch nur in Österreich? Irgendwas gab es doch nur in Österreich. Naja, weiß ich gerade nicht. Soll also Mint sein. Man macht es auf die Hände. Ich habe das jetzt hier versucht. Man sieht nichts. Man sieht einfach mal rein gar nichts. An den Händen hat man das super gut gesehen. Also meine Hände waren, das seht ihr gleich, die... Sah toll aus an den Händen, hat man gut, super Farbkontrast, tolle Pigmentabgabe. An den Haaren hat man davon nichts gesehen. Gar nichts. Nein, also ich finde, das ist Geldverschwendung. Weil, ja, wie gesagt, auf den Fingern hat man das tatsächlich super gut gesehen, das war voll. Aber das ging überhaupt nicht in die Haare. Keine Ahnung. Also beide Produkte... Diese Haarsachen, das ist nicht so mein Fall. Ja, aber das war's dann auch. jetzt habe ich, ich habe jetzt die komplette Edition, weil ich mir dann auch selbst noch was gekauft habe. Gut, es fehlen ein paar Lacke. Welchen Lack wollte ich? Den Eislack, ne? Den habe ich jetzt nicht. Also an sich, huch, finde ich die Edition toll. Sie ist wirklich schön. Sie ist so Eisköniginmäßig. Finde ich ganz toll. Aber es sind tatsächlich so Produkte bei, wo ich denke, what? Warum? Wie gesagt, mit den Haarsachen und dem Pixie Dust kann ich überhaupt nichts anfangen.
Aber die Soufflés sind toll. Die Soufflés sind so toll und auch die Topper. Wow, ich liebe sie. Das sind so Produkte, von denen bin ich richtig begeistert. Ja, wie hat euch die Edition gefallen? Ihr habt sie vielleicht wahrscheinlich auch schon entdeckt. Habt ihr euch was daraus gekauft? Habt ihr euch die Haarsachen gekauft und funktionieren sie vielleicht bei euch besser? Vielleicht bin ich auch einfach so blöd, das anzuwenden. Ja, wie gefällt sie euch und habt ihr was gekauft oder wollt ihr euch was kaufen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen und danke möchte ich natürlich auch nochmal sagen an Cosnova und Essence Cosmetic. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!